Danke für die Geschenke auf TikTok. Okay, wir gehen mal wieder zu ihm. Scheint nächstes Mal nicht so da erschrecken wir uns auch nicht. Das ist doch gut. Ich weiß nicht. Verschwinde von hier. Wo bist du hin, Kleiner? Johnny? Digga, was? Da war doch gar nichts. Jetzt haben wir wieder einen Jumpscare verpasst, oder wie? Aber ich glaube, hier geht es um Kinder, Can. Ich glaube, hier geht es um Kinder. Ich glaube, in diesem Spiel geht es um Kinder. Schreiben wir noch mal einen Brief. Ist dein Name Jakob? Hast du hier gelebt? Alleine für ein paar Jahre? Also hast du hier alleine jahrelang gelebt, sagen wir so. Hier, Jakob, bist du das? Oder bist du der Bruno? Ah ne, der Bruno sind wir. Jakob eigentlich. Ciao. Ah, da hängt auch ein Zettel. Ich habe Angst. I didn't know what. Ich weiß nicht, ob es das Ende hier ist. Ich habe ihr vertraut. Meine Freundin Anna, es tut mir so leid, dass ich nicht in der Lage war, es zu beenden oder zu stoppen. Yes, here I can communicate with my friends. Hier kann ich mit meinen Freunden kommunizieren. Es ist unser Zuhause. Viele kamen her und haben Sachen zerstört. Aber meine Freunde haben mir geholfen, die zum Vertreiben. Okay. Oh, der Hase steht da. Würde ich gern, Mi. Würde ich gern. Wer sind deine Freunde? Sind sie auch hier? Sauber. Unser Häschen. Hey, Damien, vielen Dank fürs Folgen auf Twitch. Die Kräfte oder die, ja, ich weiß, die Spirits halt, die, ja, was denn, Spirits halt, diese Kräfte von diesem Platz oder auf diesem Platz, die hier misshandelt wurden, sind hier eingesperrt. An dem Tag, an dem Abend gingen die Lichter aus. Jemand kam. Es war der, wo mit dem Direktor sprach. Er hat mich aber nicht gefunden. Nein, take. Bruder, machen wir jetzt hier Liebesbriefe schreiben. Das hätten die jetzt ein bisschen auch abkürzen können, dieses Geschreibe. Hey Moni und Nika, vielen Dank fürs Folgen. All this was planned by the director of the camp. Alles war vom Direktor geplant. Wovon redest du? Von welcher Person redest du? Servus Mace.
Ah, sie ist nicht da. Jetzt gehen wir mal gucken. Warte mal, gehen wir mal zum Fenster gucken, wo der Junge gerannt ist. Nur einfach so, weil wir es können. Da ist nichts. Da können wir nichts. Hey, Bogordica oder Bogordica. Vielen Dank fürs Folgen. Es war alles sie. Ich habe den Doktor, nee, ich habe den Direktor gesehen, wie er mit jemandem am Camp geredet hat. Hey Sunny, vielen Dank fürs Folgen. Er war damit einverstanden, die Arbeit in der Nacht zu erledigen. Everyone had didn't see what I was there because I was scared. Also er hat nicht gesehen, wer es war. Also dieser Jakob hat nicht gesehen, wer es war. Und am nächsten Morgen, als er zu dem Gebäude ging, hatte niemanden mehr gefunden. Also seine Sicherheit war nicht hier. Also seine sein sicherer Platz war nicht hier. Also scheinbar haben sie hier alle getötet und die Körper in dem Gebäude hier versteckt. Okay, also die wurden hier scheinbar, was weiß ich, ermordet und versteckt, die Kinder im Camp oder war das, nee, oder war das, nee, nicht im Camp. Die aus dem Waisenhaus wurden, glaubt, getötet und hier im Camp verscharrt, glaube ich. Danke für die Geschenke. Boah, die hätten das echt abkürzen können. Das Gebäude verlassen, kann ich dahin? Das zieht sich jetzt ein bisschen in die Länge, das Geschreibe hier. Wird ein bisschen nervig. Bruder, ich wollte jetzt trinken, weil ich gedacht habe, du schreibst. Okay, ich glaube, das war's mit Briefe. Jakob hat nicht mehr geantwortet. Es wird Zeit, in das verlassene Waisenhaus zu gehen oder Krankenhaus. Na, dann gehen wir mal. Gehen wir ins Krankenhaus. Hier, gehst einfach mal durch die Tür. Keine Ahnung, und da wurden Kinder umgelegt. Wahrscheinlich, wir haben ja gesehen, dass sie diese Kinder mit riesen Flaschen Einschlafmittel benutzt haben. Warum machst du die Kerze aus, Bruder? Lass sie doch einfach an. Und ich glaube, wir haben zu viel, also nicht wir, aber damals wurde die Just came here, I need to find proof. Ich glaube, die haben zu viel Schlafgas bekommen. Und dabei sind sie gestorben. Okay, hier ist schon nichts. Da ist auch nichts. Rucksack, Schlafsack. Bruder, wohin? Lisa, gute Nacht. Mein Kurzurlaub war gut, sehr gut war mein Kurzurlaub. Was ist los? Am Boden, stimmt, da können wir auch gucken. Da ist nichts. Oh, jetzt klopft's. Jetzt klopft's.
Aber die Geräusche. Die Geräusche sind hart. Oh. Oh, jetzt sieht sie aber. Oh! Okay. Das kam unerwartet. 1946, nach dem Krieg. Viele sind da. Was? Sind im Weißen, sind in Heimen gelandet, nachdem sie ihre Eltern verloren haben. Darf ich mal in Ruhe lesen? Die Geräusche triggern mein Leben gerade. Hey, Annalyn, danke. Ein Waisenhaus für die Bearbeitung und Unterbringung für Waisenkinder. Haben gearbeitet unter der Leitung vom Militär. Also das Militär hat es geleitet, dieses Waisenhaus. Na, das ist kein gutes Zeichen. Warte, die Geräusche. Englisch, I love Deutsche. Ha, na Mary, okay. Hey, Letizia wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Folgen auf Twitch. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, sorry. Ich muss dazu nichts sagen, oder? Ich sag zu sowas einfach gar nichts mehr. Ich glaube, wir wissen alle, was ich sagen will. Der Doktor, oder halt ja, der Doktor von diesem Waisenhaus hat illegale Organverkäufe für 6 Jahre betrieben. Also er hat Organe Schwarzmarkt gemacht halt. Organe verkauft halt. Er machte falsche Diagnosen, um natürlich die Dinger zu entfernen, diese Innereien zu verticken. Aber der Direktor hatte keine Ahnung davon. Und daraufhin wurde das Waisenhaus geschlossen und das Gebäude war dann verlassen. Hey Kevin, gute Nacht. Danke, dass du da warst. Stepsel, vielen Dank. Vielen Dank, Stepsel, für die Bits, Bruder. Da liegt ein anderer Korridor. Ich habe einen drin in meinem Backpack. Okay, er braucht seinen Rucksack. Es muss hier irgendwo versteckt sein. Hey, Gentleman, vielen Dank. Na, super. Ah! Servus, Karma Keks. Was geht bei dir? Bei mir geht nichts. Bisschen schreien und so. Die Tür fehlt. Wollte durch diese Tür. Hey Sabi, auch dir vielen Dank, vielen Dank. Ja, klar, man hat immer eine Akkuflex am Start. Leute, immer eine Akkuflex am Start haben. Damit ihr sowas machen könnt. Ja, Julski, was soll ich sagen? Ja, natürlich hat das Spiel was gekostet. Meine Spiele kosten immer Geld. Und auch für auch Spiele, die Geld kosten, haben wir heute erlebt, können scheiße sein. Leider. Warte mal, Zettel ist wichtig, Bruder. Lass mal hier Zettel lesen. Ich weiß, was ich mache, ist falsch. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss meinen Sohn Ivan retten. Ich war glücklicher als Alex. Oder er hatte mehr Glück als Alex Sergejevic. Sergejevic half mir. Ich darf ihn nicht runterlassen oder was? I mustn't let him down. Also ich darf ihn nicht fallen lassen. Niemand darf von seiner Affäre erfahren oder Affären erfahren. Stimmt, anstatt Bolzenschneider immer Akkuflex mit. Mach es. CLZ, gönn dir. Kohlenhydrate sind immer gut.
Auch wenn es leere Kohlenhydrate sind, Kohlenhydrate ist immer gut. Ja, natürlich, Sophia. Zettel ist wichtiger wie Klopfen an der Tür. Niki, gute Nacht. Danke, dass du da warst. Lass doch Zettel lesen. Ich habe keine Zeit, ihn zu retten. Ich kann es nicht glauben. Das kann nicht passieren. Ich werde ihn retten. Ich muss einen Weg finden. Okay, also der Ivan war auch kurz vorm Sterben. Also Ivan war kurz vorm Sterben und dieser andere mit der Herztransplantation. Wie hieß denn der? Pablo oder wie hieß denn der? Mit seinem Herz halt. Franco, Pablo, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ja, mir gefällt das Spiel auch sehr gut. Jakob. Ja, stimmt, Jakob, nicht Pablo. Jakob hieß der. Ja, fast dasselbe. Jakob und Pablo haben alles ein B im Namen und ein A, also ist das fast dasselbe. Danke, Jackie. Achso, da war noch eine. Gucken wir mal, ob wir überziehen. Oh, Batterie ist leer von unserem Akkuschrauber. Ja. Alter. Alter, mach Tür zu, die Geräusche sind krank. Zu. Ich weiß nicht, ob ich es morgens schaffe. Ich will weg von hier. Aber dann werde ich nicht bezahlt. Ich höre Stimmen. Obwohl ich alleine bin. Ich denke, ich sehe eine Frau. Ich glaube, ich habe eine Frau gesehen. Eher mehr eine Silhouette oder ein Schatten von ihr. Sie ging in den Schrank. Ich habe Angst, ihr zu folgen. Ich will nicht prüfen, ob sie echt im Schrank ist. Vielleicht ist es auch nur eine Einbildung. Vielleicht liegt es an dem Glas Wodka, das ich getrunken habe. In dem Schrank. Was? Blablabla. In dem Schrank riecht es nach Tod. Und ich muss mir eine neue Brille holen. Also, er denkt, er schiebt die Schuld auf seine Brille. Das kann ich nicht mitnehmen. Alles klar. Er schiebt es auf Wodka und auf die Brille. Alles klar, würde ich auch machen. So, was ist denn jetzt, was ist das Ziel von dem Spiel? Ich weiß es gerade nicht, was müssen wir machen? Weil irgendwie sind wir jetzt da reingekommen, aber ich weiß nicht weiter. Zeigt euren Support für eine Verlängerung. Da will es jetzt jemand wissen, ha? Da will es jemand wissen. Was steht denn da drauf? Schränke kann ich nicht öffnen. Ja, natürlich bin ich es. Melina, hallo, hallo, hallo. Wie geht's? Wie steht's, Melina? Alles fresh bei dir? Ja, ich bin es, wenn du mich meinst. Hier, Bäcker und so, Insider, Bäckerei eröffnen. Da steht Ausgang. Ah, alles klar, alles klar. Ha, wie cool. Ja, geil, Melina. Weißt du, wie viele Leute ich hier schon getroffen habe? Was machen wir jetzt hier? Irgendwie
Ja, natürlich. War der vorher schon da? Ja, natürlich geht's mir gut, Melina. Das war vorher nicht so. Ah, Mama ist noch wach. Wir haben Bolzenschneider. Da tropft es. Warte mal, jetzt gucken wir gleich, Leute. Jetzt gucken wir mal. War da nicht ein Zettel? Beim Waschbecken war es. Hey, ihr triggert mich. Jetzt wartet mal. Da tropft es von der Decke. Da ist die schon ein Handtuch. Sonst haben wir gar nichts. Wir haben den Zettel haben wir schon. Schau mal, Decke. Da ist nichts. Da ist nichts. Ach, Kindchen ist auch schon wach. Sehr geil. Feier ich. Wo brauchen die das Ding? Das ist neu. Ah! Ollum! Alter Verwalter. Sauber, sauber, sauber bekommen, die Alte hier. Süßes Putzi, süßes Putzi. So, was haben wir hier? Nochmal die Zeitung, die haben wir doch, glaube ich, gelesen, oder? Da, ja, das haben wir schon gelesen. Mit seinem illegalen Ding. Auf! Auf! Ich muss schreien, Mari. Das ist mein Beruf. Mein Beruf ist Schreihals. Ja, danke. Wir werden eingesperrt. Finde ich geil. Danke, Justin, Bruder. Danke. Warum zockt ihr mir an, ey? Ollum, diese scheiß Puppen, Mann. Diese fucking Puppen. Wo ich die jetzt reinlande, ist die ins Klo gefallen, oder was? Runtergespült. Ciao. Ah! Ich wollte eigentlich das Symbol angucken. Zeitung. Ein Jahr später, nach dem Ereignis von 1950, wurde das Gebäude umgebaut zu einem Krankenhaus. Doch das Budget wurde zu knapp und es hat aufgehört, weiter restauriert zu werden. Zu viel für meine Nerven, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Da hat jemand eine 1 in Englisch. Ja, eher nicht. Warte mal, aus dem Fenster schauen. Passiert nichts. Aber der oder die hängt auch ordentlich von der Decke. Warum ist ihr... danke für die Ausgangstür hier. Geil. Warum ist ihr Körper nicht eingegangen? Ich will den Zettel noch lesen. Warte mal. Lass denjenigen meinen Schmerz spüren, der mich findet. Den Schmerz einer Mutter, wo ihr Kind verloren hat. Ich werde jeden heilen, der mir hilft. Und ich werde nicht gehen. Ich werde immer zurückkommen. Boah, Leute, chillt mal. Der Chat eskaliert hier übelst krank. Oh,
all. Todesurkunde. Here are the documents from. Ah, hier sind die Dokumente von 58. Alexei Sergejewitsch. About who Maria spoke. Also der, über die Maria gesprochen hatte. Und er will nicht mehr hier arbeiten. Bla bla bla. And who was she talking? Und mit wem hat sie gesprochen, als Jakob sie sah? The detail documented this is what? I'm pretty sure she was crazy. She wanted to save him so badly she touched him with a really poor woman. Okay. Okay. Steh mal wieder auf, Brudi. Oha, 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 oha. Mach mal zu. Soll ich dir den Dolch jetzt hier von hinten reinstecken oder wo willst du ihn haben? Ach, du willst den gar nicht. Alles klar. Dann gehen wir weiter. Ach so, sie losschneiden? Ich habe jetzt... nö, sie will nicht. Sie will noch abhängen. Achtung, wundervoll. Ah, what the fuck? Fuck, Amara chuckt dem Alter. Oh. Warte mal, ich geh jetzt erstmal hier. Immer von hinten reinstecken. Ja, ich weiß, dass hier solche Hintereingänge ist. Hintereingangsbesucher seid. Haben wir ja heute schon bei Campus gemerkt, wie Hintereingang fixiert ihr seid. Backdoors. Anstatt Backrooms, Backdoors. Drei Wochen später. Ich glaube, ich komme zum Ende vom Game. Return to the Camp. Ich glaube, wir kommen zum Ende. Das hört sich nach Ende an. Bevor jetzt wieder alle sich verpissen, morgen 20.30 Uhr, Leute. Morgen 20.30 Uhr. Der war drei Wochen hier, stimmt, gell? Der Bruder war drei Wochen hier. Hey, Timpogge, vielen Dank fürs Folgen auf Twitch. Hallo, Jakob. Du brauchst nicht mehr traurig sein. Ich werde niemandem erzählen, dass du hier lebst. Ich werde auf dich aufpassen. Dass du hier mit deinen Freunden lebst. Ich werde auf dich aufpassen. Pass auf diesen Platz auf. Es ist dein Zuhause. Dein Freund Alex Morton. Man müsste ja help Jakob find peace and freedom. Okay, das war's, glaube ich. Sehr geil. Schönes Spiel, endlich. Endlich haben wir heute ein sehr schönes Spiel gemacht. Bekommen. Vielen Dank, Princess, fürs Folgen auf Twitch. Vielen Dank. War kurz, aber hat ordentlich Schmackes gehabt, das Spiel. Ordentlich Schmackes gehabt. Sehr geiles Spiel. Leute, morgen vielen Dank, Sabi. Vielen Dank, Sabi, für die Bits. Ich küsse dein...